Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Still Running for Charity im Jahr 2023. Heute ist Mittwoch, der 1. März des gleichen Jahres und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir gucken uns an dieser Stelle an, wie viele Kilometer wir jetzt insgesamt schon gelaufen sind, nämlich 253 und wie weit wir es denn haben bis zum ersten Teilziel der Schweizer Grenze. Wie man sieht, ich bin ein bisschen froh, das ist nicht mehr allzu weit weg. Ich gehe mal davon aus, dass wir das diesen Monat vielleicht noch schaffen werden. Wäre natürlich cool, aber alles Weitere sieht man dann. Dann möchte ich an dieser Stelle auch den aktuellen Spenden Betrag einblenden. Nicht zu vergessen, jeder von mir erlaufene Kilometer wird am Ende des Jahres in Euro mit allen bis dahin weiteren zusammengekommenen Spenden überwiesen werden an den Deutschen Kinderhospizverein e.V. und an die vier Pfoten. Jeder, der gerne mitmachen möchte, hat genau drei Möglichkeiten, das zu tun. Und welche das sind, sieht man in der Videobeschreibung. Wobei ich mich natürlich auch, und das blende ich hier nochmal kurz ein, mich freue, wenn egal wer sich irgendwie mal auf meinen Social Media Kanälen verirrt, mal ein Abo, ein Like oder wie auch immer da lässt. Also wirklich von Herzen vielen Dank. Dann möchte ich an dieser Stelle Danke sagen. Und zwar, naja, ist ein bisschen komplizierter jetzt zu sagen, weil die letzten Wochen ja doch recht anspruchsvoll gewesen sind, aber ich möchte wirklich, wie gesagt, an der Stelle einfach mal Danke sagen an alle Menschen da draußen, die mit uns in den letzten zwei Wochen Kontakt gehabt haben und ja, keine Ahnung, natürlich auch erstmal an alle die, die auf Social Media halt die Beiträge geliked haben, wie auch immer, dann aber natürlich auch am allerwichtigsten privat an die Menschen, die sich ja bei uns gemeldet haben, die mal gefragt haben, wie es einem so geht, ob alles gut ist und wie auch immer oder ihr Beileid ausgesprochen haben, ja, oder uns vielleicht auch mal so irgendwie besucht haben, also wirklich vielen, vielen lieben Dank dafür, das waren sehr große Gesten. Und ja, einfach nur ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Ja, kommen wir zu den Themen und das ist dann auch so direkt der Übergang. Wie waren die letzten Wochen gewesen? Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man es mir ansehen. Ich bin ein bisschen geschafft noch. Ja, wir hatten viel, viel zu verdauen und zu verarbeiten die letzten Wochen. Wie man ja gesehen hatte, gab es leider ein Vorfall innerhalb der Familie, ein Menschen, von dem wir uns verabschieden mussten. Dementsprechend ist dann so die ganze Maschinerie in Gang gegangen. Da das halt direkte Verwandtschaft gewesen ist, sagen wir es mal so, hat das halt alles auch ein bisschen mehr in Anspruch genommen, Zeit, weil man sich halt selber auch um gewisse Dinge kümmern musste. War alles sehr emotional und sehr, naja, ich will nicht sagen belastend, aber es war schon emotional und anstrengend und dementsprechend hatte ich ja dann auch mir eine Social-Media-Pause gegönnt und wollte dann eigentlich wieder zurückkommen und bin dann jetzt aber auch natürlich wieder passend, wie es ist, bin ich dann nochmal richtig schön krank geworden. Samstagmittag, Spätmittag war es dann ganz eklig mit Hustenanfällen, Trockenhusten, wie auch immer und ich hatte zwar die Tage davor auch so Symptome, Hustensymptome, hab mir da aus der Apotheke also ein paar Lutschbonbons und wie auch immer geholt, hab gedacht, ich krieg's damit unter Kontrolle, wurde aber von Tag zu Tag dann immer schlimmer. Ich bin immer noch nicht so ganz hundertprozentig, also ich bin jetzt auch noch ein bisschen müde, ein bisschen geschafft, aber ich habe jetzt nicht mehr so diese krassen, harten Hustenanfälle. Und körperlich fühle ich mich eigentlich auch so weit ganz okay, um sagen zu können, ja, wir machen jetzt heute den Lauf. Ja, nichtsdestotrotz bin ich ja dann trotzdem auch seit dem 13. Februar, habe ich ja dann weiterhin Sport gemacht und habe Läufe gemacht. Ich habe halt die Videos nicht irgendwie oder habe nicht so normale Ausgaben und Folgen gemacht, sondern habe halt einfach nur schnelle Upload-Videos gemacht auf TikTok und auf meinem YouTube-Kanal. Und dann möchte ich hier gerade mal die ganzen Läufe im Schnelldurchlauf durchschauen. Irgendwie ist heute das Thema Laufen sowieso ganz präsent und ganz groß, weil das nächste große Thema ist und ihr habt ja vielleicht auch schon gesehen, ich habe mich dieses Jahr angemeldet für den 7. Mai für den Halbmarathon in Mainz. Da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei meiner lieben Arbeitskollegin, bei der Evi bedanken, die mich da irgendwie angestachelt hat und mich da reingequatscht hat. Letztes Jahr auf der Arbeit gab es so ein paar Kollegen oder beziehungsweise mit der Evi, die hat da viel darüber geredet und gesagt, dass es halt auch Kollegen aus unserem Team gibt, die sich da anmelden und dann so privat treffen und wie auch immer. Also es ist keine Teamveranstaltung in dem Sinne, sondern halt so, ja, halt privat treffen und diesen Halbmarathon da laufen und da fing es bei mir schon an, weil ich ja eigentlich schon seit 10 oder 11 Jahren mal gerne einen Halbmarathon laufen wollte, damals in Köln und dann hat ja mein Leben eine Riesenwendung genommen und sind viele unschöne Dinge passiert, aber dieser Traum vom Halbmarathon war immer im Hinterkopf gewesen. Jetzt war dann letzte Woche, meine ich, ja, war ich dann auch mal wieder im Büro gewesen. War ein sehr schöner Tag und da kam das Thema Halbmarathon halt nochmal auf. Ich habe da drüber nachgedacht, hatte dann auch zeitgleich, wenn ich mit meiner Kollegin geredet habe, habe ich mit meiner Frau geschrieben und sie hat mir dann einfach so wunderschön und so süß einfach nur gesagt, so ja, hier, das schaffst du noch locker. Dann habe ich nicht lange gefackelt und habe mich halt jetzt letztes Wochenende für diesen Halbmarathon angemeldet. Wenn ich wieder relativ auf den Beinen bin, werde ich auch mein Training ein bisschen intensivieren und ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich meine, ich habe da auch in meiner Therapie, in meiner letzten Therapiestunde drüber geredet, dass ich mich da für den Halbmarathon und dass es für mich auch nochmal so eine Herausforderung wird, bezüglich viele Menschen, viel Lärm und überhaupt und einfach für mich zu gucken, wie schaffe ich das oder wie verarbeite ich das und das hat auch sehr viel Zuspruch gefunden, weil tatsächlich ist sowas ein therapeutischer Effekt und das wurde sehr beglückwünscht von meiner Therapeutin und ja, ich bin da wahnsinnig froh, dass ich so ein kleiner Fuchs bin und das irgendwie auch angehen will und damit so auf meiner imaginären Bucketlist und für mich selber auch so ein Meilenstein in meinem Leben
Themen erreiche und ja, wo ich einfach mal auch so einen Haken dran setzen kann und darauf zurückblicken kann. Ja, und können wir auch gleich dann nochmal einen Übergang machen zum nächsten Thema, weil ich habe mir selbst redend, und das blende ich hier auch ein, habe ich mir dann schon ein Custom-Made-Trikot bestellt. Das ist auch tatsächlich gestern schon angekommen, werde ich jetzt noch nicht zeigen. Das werde ich auch das erste Mal offiziell dann erst wirklich tragen und einweihen beim Halbmarathon. Denn so ein bisschen Eigenwerbung kann ich auch machen und ich freue mich einfach darauf. Das wird ein schönes Event werden, hoffe ich, denke ich mal. Und dann generell Therapie-Update. Was gibt es dazu zu sagen? Wir hatten ja, gut, ich meine, aufgrund dessen, dass ich die letzte Woche halt keine Videos hochgeladen habe, wir sind in der Therapie mittlerweile so weit vorangeschritten. Wir haben jetzt Therapieübungen gemacht, um zu versuchen, künstliche Panikattacken zu erzeugen und dann halt die erstmal so auf einen wirken zu lassen. Und wie gesagt, sind da verschiedene Übungen durchgegangen, sei es irgendwie mit dem Kopf nach unten und für 60 Sekunden schnell ein- und ausatmen und dann versuchen, so ein bisschen zu hyperventilieren, was bei mir tatsächlich nur einmal funktioniert hat, danach leider nicht mehr, weil ich schon so einen Gewöhnungseffekt drin hatte. War sehr spannend gewesen, muss ich sagen. Da war mal was Neues und ist aber auch nicht zu vergleichen ansatzweise mit dem, wie es ist, wenn man halt wirklich eine Panikattacke hat. Ja, gab es noch eine Übung, irgendwie eine Minute durch den Strom atmen und dabei die Nase zuhalten. Hat bei mir auch keinen Effekt gehabt, weil ich die Übung tatsächlich einfach für mich selber, so während ich sie gemacht habe, fand ich die so spannend und so witzig. Ich habe gar keine Möglichkeit gehabt da irgendwie. Dann war noch eine Übung, wo man sich halt irgendwie eine Minute oder eine halbe Minute im Kreis dreht. War mir dann kurz schwummerig gewesen, aber das war auch nichts, was irgendwie bei mir zur Desorientierung oder zu einer Panikattacke oder eine Panikattacke ausgelöst hat. Ja, das habe ich mit meiner Therapeutin auch besprochen und habe halt gesagt, ja gut, kann halt sein bei mir aufgrund dessen, dass ich halt viel Sport mache, dass mein Körper halt nicht so leicht an seine Grenzen rankommt. Und hätte jetzt eigentlich die Tage oder die Woche, weil morgen habe ich auch wieder Therapie, hätte ich eigentlich auch nochmal dieses Hyperventilieren üben müssen, sollen, können, tun. Aber aufgrund dessen, dass ich mich halt körperlich so angeschlagen gefühlt habe und konnte ich die Übung für die Therapie dementsprechend nicht machen und werde das dann morgen meiner Therapie auch besprechen. Aber ich denke, man wird da Verständnis für haben. Dann schon ein letztes Thema. Ich habe gestern nochmal meine Videos angeguckt und das ist mir aufgefallen. Ich hatte letzte Woche und vorletztes Wochenende habe ich nochmal einen Lauf gemacht. Die möchte ich hier gerne einblenden. Ja, und da ich halt irgendwie verpeilt habe, die Kilometer vom vorletzten Wochenende schon zu überweisen, werden die jetzt heute mit angerechnet werden, mit den Kilometern vom letzten Wochenende. Und das sind dann insgesamt, ich habe das eine waren 13,7 Kilometer, das andere waren 14, 13,7 runde ich mal auf 14 auch. Und das sind dann schon mal 28 Kilometer, sprich 28 Euro, die sowieso schon mal heute mit überwiesen werden aufs Spendenkonto. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Und ich würde sagen, wir sind mit den Themen durch, ich bringe den Stuhl weg und dann legen wir los. Glückssocken sind angezogen, mal gucken, ob sie Glück bringen. Werdet ihr euch wahrscheinlich sicher auch gefragt haben, warum ich eine Mütze getragen habe. Nein, ich habe mir nicht die Haare geschnitten. Das Problem ist, ich habe eine fiese Matte jetzt nach dem Aufstehen gehabt und wollte jetzt auch nicht extra für das Video die Haare machen. Ich lasse ja im Moment eh meine Haare wachsen und ist ein bisschen Wildwuchs gerade oder es ist eine schwierige Phase, aber ja. Zurück zum Lauf. Heute setze ich mal an, 65 Minuten. Ich würde gerne mehr machen, aber ich glaube, rein auch aus dem gesundheitlichen Aspekt macht es mehr Sinn, heute einfach mal nochmal einen 65-Minuten-Lauf zu machen mit Stufensteigerung, soweit wie es halt geht zwischendurch. Und mal gucken, wie viele Kilometer, vielleicht schaffen wir nochmal 14. Und ja, ich würde sagen, ich höre zusammen auf, ich zähle von 3 runter und dann legen wir los. 3, 2, 1, los! Kilometer, 4 Minuten, 40 Sekunden. Zwei Kilometer, 9 Minuten, 24 Sekunden. Kilometer, 14 Minuten. Weiter geht's. 4 Kilometer, 18 Minuten, 48 Sekunden. Kilometer, 23 Minuten, 37 Sekunden. Oh, ganz schön anstrengend heute, aber wir machen mal weiter. Weiter geht's.
6 Kilometer, 28 Minuten, 25 Sekunden. Weiter geht's. Kilometer, 33 Minuten, 3 Sekunden. Acht Kilometer in 37 Minuten, 48 Sekunden. Kilometer, 42 Minuten, 28 Sekunden. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist ein bisschen schwierig gestartet, aber ich glaube, wir liegen mittlerweile wieder sehr gut in der Zeit. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Zehn Kilometer, 47 Minuten, 14 Sekunden. In 52 Minuten. Zwölf Kilometer, 56 Minuten, 38 Sekunden. Kilometer, 61 Minuten, 27 Sekunden. Die letzten Minuten laufen, Endspurt, Bossmusik an und los! Kilometer, 65 Minuten. Und damit ihr mir auch glaubt, zack, jawohl, das sieht doch ganz gut aus. Ah, so, was wollte ich sagen? Also ich werde auf jeden Fall die 13,7 auch aufrunden, einfach auf 14 Kilometer. Und damit haben wir was? 14, 28, 42 Euro, meine ich, also 42 Kilometer und somit 42 Euro für Charity mehr schon insgesamt gesammelt, was ich nachher auf mein PayPal-Spendenkonto überweisen möchte. Und ja, jeder, der mich unterstützen will, hier, ich blende nochmal einen kleinen Reminder, kann mich gerne, egal wie, unterstützen, sei es Social Media, sei es mal ein Abo, Like, Kommentar, wie auch immer. Oder halt auch mal eine kleine PayPal-Spende. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche jedem von euch noch eine angenehme Restwoche. Happy Hump Day. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch gut gehen. Ja, und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich gucke, dass ich am Wochenende vielleicht auch nochmal einen Lauf mache. Und wenn nicht, dann nächste Woche wieder. Und ja, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.